Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, wo ich etwas über dieses Spiel rede. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich im letzten Video gesagt habe, falls ich mal auf irgendeine Art und Weise hier weiterkommen sollte, werde ich mich melden. Und nun ja, ich bin weitergekommen, also melde ich mich. Jedenfalls, ich glaube, ihr könnt es schon jetzt im Startbildschirm sehen da. Was sich verändert hat, das sind jetzt halt diese roten Punkte, auf die man klicken kann. Wenn ich drauf klicke. Das Video ist übrigens nachsynchronisiert. Okay. So oder so, das Spiel ist stumm. Ihr verpasst nichts. Ah, jetzt habe ich auf die Option gedrückt. Bei den Optionen kann man jetzt nur noch zwischen verschiedenen Sprachen auswählen. Es kommen noch andere Sprachen dazu. Bis jetzt gibt es aber nur die drei. Und von den dreien gibt es auch bis jetzt nur Englisch. Der Grund ist, dass du, also der Grund, dass du jetzt nicht mehr einstellen kannst, ist der, dass es nicht mehr dieses Männchen geben wird, dieses rote, sondern dass du dich einfach selbst nur noch durch das ganze Spiel klicken musst, um Sachen herauszufinden, einfach weil ich zu faul bin. Und das ist immer noch gleich. Es ist halt jetzt alles auf Englisch. Wie ihr vielleicht in der Option gesehen habt, war es ja so eingestellt. Lern mal sprechen, Mädel. Nee, auch dafür bin ich zu faul. Jedenfalls. Wenn ich irgendwann mal auf Play drücke, dann starten wir auch schon das Spiel. Ich habe ein bisschen die Story verändert und ein paar Sachen hinzugefügt, Animationen und so weiter. Da steht Klick, so damit du weißt, du musst klicken, damit es anfängt. Dann hier bla bla bla. Bla 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 bla. Dann gehe ich wieder auf Nein und dann wird wieder die Stimme sauer und dann nie wird sie wieder fröhlich. Dann gibt's. Also die erste Szene ist sowieso ein Tutorial und deswegen gibt es da jetzt halt eine Erklärung. Du musst jetzt auf die verschiedenen roten Punkte drücken. Und wenn du die richtige Tür findest, dann verschwinden alle unteren roten Punkte und da oben erscheint einer und ja, da kommt wieder Text. Badadada. Und dann bist du auf dich allein gestellt. Und ich habe spontan die richtige Tür gedrückt. Nicht schlecht. Aber ich denke gerade nach. Also in der ersten, im sozusagen Tutorial, kannst du nichts falsch machen. Es gibt da wirklich nur eine Richtung. Aber dann von Kapitel zu Kapitel gibt es immer mehr Abweichungen. Das habe ich ja schon im anderen Video gesagt. Und hier dieser grüne Punkt, der ist bestimmt ziemlich auffällig. Das ist nur eine Markierung für mich, wenn ich mir mit dem Text noch nicht ganz so sicher bin. Aus welchen Gründen auch immer. So, dann kommt die zweite Szene. Bla bla bla, bla da a. Die Stimme begleitet uns das ganze Spiel über. Also nicht bla bla bla, sondern da kommt noch ein Ton rein. Genau wie Hintergrundmusik. Kommt alles noch. Und jetzt ist. Ja, ich habe auf die falsche Tür geklickt, denn jetzt fängt es an, leichte Abweichungen zu geben. Und ich glaube, ich schneide gleich mal, um euch zu zeigen, was passiert. Hättet ihr auf Tür 3 gedrückt? Hätte ich auf Tür 3 gedrückt. Und ich mache das mal jetzt so. Ihr seht, jetzt kommt so wieder die Stimme. Und der Kreis, der Punkt wurde auf einmal viel kleiner. Ich möchte ihn noch kleiner machen, sodass es schwierig wird, ihn zu sehen und da drauf zu drücken. Also, dass du dir richtig Mühe geben musst. Wenn du es trotzdem schaffst, dann wird langsam die Stimme ungeduldig, dann wird sie wütend. Wenn du es dann nochmal tust, also wenn du es nochmal tust, also wenn du es nochmal tust. Das ist dein Stichwort. Hallo? Ah! Dann kommt, es ist, dann verschwindet der Punkt und dann ist es wie jede andere Tür auch. Ja, hinter dieser Tür versteckt sich etwas. Und das werden wir später herausfinden. Also im Laufe des Spiels, aber nicht jetzt. So. Dann gehst du von einer richtigen Tür zum nächsten, aber ich stelle fest, hier ist ja schon das Ende des Spiels. Mehr habe ich nicht geschafft, aber es ist doch schon eine Menge. Und ja, ich melde mich einfach, wenn es wieder irgendwelche Veränderungen gibt. So wie halt das letzte Mal. Ich habe vor, heute noch ein bisschen dran zu arbeiten. Vielleicht, mal schauen. Vielleicht werde ich mich auch mit einem Kumpel streiten, weil er mir was versprochen hat die ganze Woche über, aber es nicht gehalten hat. Und jetzt bin ich sauer auf ihn, weil es heute hat er mir gesagt, dass er eigentlich nie vorhatte, das Versprechen zu halten. Quasi hat mich angelogen. Jetzt bin ich wütend. Euer Privatleben interessiert, mein Privatleben interessiert euch bestimmt nicht.
Ja. Jedenfalls soll das Spiel mindestens 30 Minuten gehen, also eine halbe Stunde. Mindestens. Mehr wäre natürlich immer gut, aber mindestens eine halbe Stunde. Das ist fürs erste eigene Spiel ziemlich gut. Na gut, ich habe schon Kleinigkeiten gemacht bei anderen Spielen, aber ganz allein habe ich noch nie was gemacht. Das ist jetzt ziemlich gut, aber jetzt muss ich Tschüss sagen. Tschüss.